So, aber zunächst muss ich dieses Haus segnen. Jetzt ist es nämlich so, dass der hierhin, so, die dahin und die dahin. So. Jetzt bin ich zufrieden. Squall, schnell zu den Klassenräumen im zweiten Stock. Die Feinde kommen aus der Luft. Machen wir alles. Schnell zu den Klassenräumen im zweiten Stock. Zweiter Stock, bitte. Ist doch gar nichts. Vor allem Klassenräume ist einfach nur der einzige. Es geht einfach nicht mehr. Ui, vier Stück. Beseitigt jeden hier. Beseitigen? Wie schrecklich. Verdammte Seeds. Die nerven einfach richtig mit dem Schweigen, ne? Die nerven so richtig einfach nur. Wow. Okay, 12 ist echt viel. Okay, die hat irgendwie... Machen die Faxen? Es ist gefährlich hier. Geht in das Lazarett. Ja, seht ihr auch mal die anderen Charaktere so ein bisschen in Action. Noch irgendwas hier? Nee. Gut. Scheint der Bereich hier sauber zu sein. Erster Stock, bitte. Ah, die kennen wir doch noch. Ups. Ach nee, brauchen wir nicht. Lieber rauben.
So, Leviathan, werden wir erstmal das Schweigen von den beiden entfernen. Das stört so ein bisschen. Geistbonus, ja, definitiv. Okay, ich hab's einfach nicht, das, was ich dachte, ich hätte es. Okay, dann. Quistis. Und wieder zum Schulhof. Okay, super. Score ist auf Stufe 40. So. Ja gut, der ist ja fast fertig schon. Stimmt, brauchen wir nicht. Ich werde es euch zwar zeigen laufen, des Spiels irgendwann mal, aber prinzipiell brauchen wir es nicht. Okay, ich glaube, wir mussten hier gar nicht hin. Ich weiß, wo ich hin muss, verdammt. Ja, Klassenraum im zweiten Stock, da passt ja jetzt alles. Naja. Wir werden den richtigen Weg schon noch finden, schätze ich. Genau. Oder so. So, das mit Quetzalcoatl ist sehr praktisch. Kartenwandel 80, ja gut. Da war nichts anderes, hab ich vergessen. Ist eigentlich egal, die sind alle. Werden alle gute Sachen. So, mal speichern zur Sicherheit. Ah, shit. Einfach nicht reagiert. Spiel nicht reagiert. Okay. Irgendwie schlägt die jetzt schneller zu mit der neuen Waffe, habe ich so zumindest das Gefühl. Keine Ahnung, vielleicht täusche ich mich auch.
Ich bin einfach nur neben der Kappe, das kann auch sein. Hä? Aber ich war doch im zweiten Stock, da war doch nichts mehr. Handelt es sich dabei vielleicht um einen kleinen Bug? Könnte das sein? Wer weiß, wer weiß. Da fliegt auf jeden Fall einer rum. Ich habe was in Erinnerung, aber das ist ja hier nicht. Ich war ja gerade da, wo ich dachte, dass ich da hin soll. Ich habe Angst. Es ist alles okay. Folge ihr einfach. Es ist gefährlich. Hier geht es das halt, ja. Da müssen wir mal irgendwann in meinen Schulrechner und die Thema Manings durchlesen. Ich krieg's nicht mehr hin mit der neuen Waffe, ne? Ich bekomme es nicht mehr hin. Kabunk. Boah, es ging so schnell jetzt bei dem. Boah. Krass. Ja, definitiv. Zustandsangriff. Skorpion. Wenn ich jetzt, wann dann? Oder muss ich hoch in den dritten Stock? Ich hatte Erinnerung, dass wir hier durch müssen, aber... Leute, was habe ich verpasst? Was habe ich verpeilt? Und gehen wir in den dritten Stock jetzt. Tschüss. Da fliegt noch ein Dude rum. Aber wir haben wenigstens ein paar Kämpfe gehabt. Und ein paar Ability Points sammeln können. Das war doch gut. War nicht umsonst alles. Okay, Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Hä? Ich war doch jetzt überall, wo man... Ich verstehe es nicht, tut mir leid. Also das, was hier steht in der Lösung, das ist nicht das, was ich hier gerade machen kann. Ach nee, oder? Also gute Arbeit bringt die Kinder in Sicherheit, ja. Okay, gehen wir. Mann. Wie dumm. Squall, Squall. Was ist jetzt schon wieder? Squall, sofort auf die Brücke. Dr. Kadowaki ist hier. Was will sie von mir? Tja, das wirst du bald erfahren. Das war also richtig blöd jetzt. Ich habe gedacht, das würde sich von selbst erklären, wenn der Squall die Kinder anspricht, dass die weggehen sollen.
Verdammt, verfluchter Hexenhaufen. Bist du okay? Diese verdammten Schweine. Mich hat's erwischt. Diese Schweine stellen unseren Garn auf den Kopf. Die Schmerzen. Ein kleiner Aufprall, Herrgott. Stell dich nicht so an. Wie sieht's aus? Die erste und zweite Welle haben wir, glaube ich, stoppen können. Dafür sind die Schüler ziemlich kaputt. Noch eine Weile und... Und bei euch? Die Truppe am Haupttor hält sie noch zurück, aber... Du meinst, länger geht's nicht mehr? Die vom anderen Garten sind fast alles Profisoldaten. Wir haben nur Trainees. Wie Squall schon sagte, noch ein weiterer Angriff? War mein defensiver Plan ein Fehler? Wenn wir von Anfang an angegriffen hätten... Cypher ist doch drüben bei denen. Du kannst nicht vor ihm weglaufen, stimmt's? Wenn du ein Macho sein willst, ist das die Gelegenheit. Überleg dir die jetzige Situation. Du willst doch nicht etwa weglaufen. Ich werde nicht weglaufen. Niemals! Wenn wir angreifen, haben wir noch eine Chance. Das Problem ist, wie dringen wir in den anderen Garten ein? Wie wäre es, wenn wir den Gegner rammen? Dann können wir bestimmt rübersetzen. Was der gegnerische Pilot gemacht hat, kann jeder schon lange. Dann ist alles klar. Was ist mit Renoir? Sieht nicht gut aus, Squall. Wir können nicht mehr in den Schulhof. Die haben eine Barrikade errichtet. Wir kommen nicht durch. Außer übers Dach oder aus der Luft. Anders kommt man nicht an Renoir heran. Renoir. Halt, Moment mal. Du hast sie gerade aufgegeben, oder? Ich habe eine Bitte. Du musst Renoir retten. Vielleicht gibt's wirklich keinen Ausweg, aber bis du nicht hundertprozentig davon überzeugt bist, darfst du nichts unversucht lassen. Ich muss die Angriffstruppe. Es ist mir Schnuppe, was du gerade denkst. Tu es für sie. Tu es bitte für Renoir. Wir mögen Renoir. Sie ist eine von uns. Renoir wird sich echt freuen. Dazu musst du sie erstmal da rausholen. Ich kenne mich im Galbadia Garden aus und kann euch führen. Wir halten dir den Weg frei. Wenn du da bist, starten wir den Angriff. Du hast noch einen Job zu erledigen, Squall. Was? Gib den Schülern Mut. Du bist der Kommandant. Die anderen schauen zu dir hinauf. Hier spricht Squall. Wie fühlt ihr euch? Vermutlich könnt ihr euch kaum noch auf den Beinen halten. Aber hört mir zu. Vereint eure Kräfte und helft mir. Die Zeit ist reif für den finalen Kampf. Bevor die gegnerischen Truppen kommen, müssen wir in deren Garden eindringen. Wir werden sie jetzt deswegen rammen. Bereitet euch auf den Aufprall vor. Kümmert euch um die Unterstufler. Wenn der Weg frei ist, werden Irvine, Quistis, Xell und Selphie vorangehen. Wer noch Reserven hat, möge bitte den Stoßtrupp unterstützen. Die Seeds wurden erschaffen, um Hexen zu beseitigen. Der Garden, um Seeds auszubilden. Das heißt, wir erfüllen gerade unsere wahre Mission. Eine sehr schwere und harte Mission. Aber ich will später nichts bereuen. Auch ihr solltet nichts unversucht lassen, euer Bestes zu geben. Bitte vereint eure verbleibenden Kräfte und helft mir.
Gut so, das war sehr gut. Achtung, wir rammen sie! Yeah, wir sind auf feindlichem Gebiet. Seid ihr bereit? Jetzt gibt's eine Party. Für mich, für uns alle, für meine Freunde. Das Unlängst konnte ich lesen. Okay, kommt nur. Mark, er ist verschwunden. Bitte sucht ihn. Hilft nichts. Da ist er, da ist er. Bleib stehen, du Rotzlöffel. Was machst du denn da, du Aff? Alles okay? Ja. Vorne wartet ein Mädchen, das sich um die Unterstufe kümmert. Ja. Was jetzt? Bloß weg hier, Gegner anmachen, sie umsehen. Das Mädchen im Gang um Hilfe bitten, den Schalter und Ausgang bestätigen. Ja. Okay, anmachen bringt nicht viel, glaube ich. Hey, mach ich mal. Mal was vom Fairness. Okay. Gut, das juckt ihn anscheinend nicht mit der Fairness. Ah ja, gut, dann. Zack. Ich hab doch Abwehr gedrückt, Mann. Ich sehe nichts. Ich bin einfach tot. Nochmal probieren. Tipp, wenn die Zeit abgelaufen ist, gewinnt der, der die meisten AP hat. Okay. Ich war auch ein bisschen im Hintertreffen wegen der Anfangs-AP. Ja. Okay, ja. Okay, umsehen. Aha, schön, schön. Und Schalter. Weil der einfach nicht abwehrt, wenn ich das drücke, ne? Das muss ich einfach dazu sagen. Es geht einfach nicht. Ich kann einfach nicht abwehren. Es funktioniert nicht. Nochmal probieren. Irgendwas mit Spezialtechnik. Ich habe es einfach nicht gelesen. Das wäre echt ein bisschen assi, wenn man hier wirklich Game Over gehen würde. Also, das wäre echt ein bisschen doof. So.
schon da unten. Das sieht auch gut aus jetzt, was? Er will einfach nicht schlagen. So. Danke. Also Abwehr bringt eigentlich so relativ wenig. Man muss wirklich versuchen zu schlagen und zu treten. Los, lauf! Drüben müsste der Eingang vom Garten sein. Lauf nach links. Die Sequenz war natürlich damals vor 20 Jahren der Shit. Squall! Danke, dass du mich gerettet hast. Schon gut. Der Vertrag mit den Waldeulen besteht nach wie vor. Die anderen wollten es so. Außerdem habe ich dich zufällig entdeckt. Ja, das war reiner Zufall. Deshalb brauchst du mir nicht zu danken. Ich konnte da nicht einfach runterfallen. Ich habe etwas, das dir gehört, Squall. Ich konnte nicht einfach verschwinden, weil ich es dir zurückgeben muss. Dein Ring, Squall. Ich hatte ihn mir geborgt. Also Xell. Das ist mein Lieblingsring. Ich will ihn irgendwann zurückhaben. Ein echt cooles Teil. Was ist das für ein Monster? Das ist kein Monster. Ein Fantasiegeschöpf. Der Löwe. Er ist stark. Ein edles und sehr mächtiges Tier. Edel und mächtig. Genau wie du, Squall. Wenn das so wäre. Dieser Löwe hat doch einen Namen. Klar. Er heißt natürlich Griever, ist doch logisch. Also, das ist also sein Name. Ach ja, Xell wollte mir davon eine Nachahmung machen. Ich werde mich dann anstrengen, damit ich auch wie ein Löwe werde. Aber wenn wir beide den gleichen Ring tragen, werden die anderen denken... Das hättest du wohl gern, was? Alle wollen, dass wir zusammen sind. Das merkt doch sogar ein Blinder mit einem Krückstock. Du willst wohl, dass alle denken, wir wären... Wo denkst du hin? Die anderen warten bestimmt schon. Komm jetzt, Renoir. Ja, Sir. Komm jetzt, Squall.